Maggie, wir sind gerade hier an Land. Hier kannst du nicht hin. Hallo. Oh no. So. Im Fall der Fälle, dass Piggy verhungert, immer noch der 18. In diesem Falle, liebe Gemeinde, liebe Crew, willkommen zurück hier bei Plunder Valley. Hallo. Mit Piggy, dem Unsterblichen. Mit Piggy, den Unsterblichen. Gut, wir wollten... Wir haben letzte Aufnahme dezent verkackt. Alter, ich hab grad richtig 4 TPS gehabt. Was? Letzte Aufnahme hat nicht existiert. Leider Gottes doch. Salty! Du Arschloch-Papagei! Warte, dafür musst du meinen Sniper wechseln. Ja, Salty, dieser räudige Mistkerl. Du behindertes Stück Scheiße! Du, obwohl, bist, hau rein! Ja, wir müssen jetzt, wir müssen ja nicht anhören, was er zu erzählen hat. Ach ja, stimmt. Wir haben es ja letztes Mal schon gehört. Huch, wo müssen wir hin? Bitte, bitte hier, bitte hier, bitte hier, bitte hier. Halt die Fresse! Shut it! Bau einen Käfig, einen Stein, genau diese Sache. Das hier, oder? Darum die Augen offen auf Plunder Valley. Suche die Höhle der Knochen in Plunder Valley. Alles da klar. Wir das ist easy. Jo, wir müssen natürlich wieder den Kappes hier ausbuddeln. Alles mitnehmen. Das Schiff ist. Also renn es mal zur Höhle, ne? Ja. Das Schiff ist zwar aufgefüllt, aber es kann immer aufgefüllter sein. Ja. Das war die Höhle mit dem Vogel, mit der Vogelstadt davor, ne? Jo. Ja. Okay, das war die, wo wir die ganzen Dinge aufeinander haben zeigen lassen. Jetzt folgen wir den Anweisungen ein bisschen genauer. Ja, vielleicht funktioniert dann sofort. Es war einfach nicht unsere Schuld. Es war einfach nicht unsere Schuld. Das ist die letzte Runde. Ich glaube, das wird die schnellste Runde, die wir jemals hatten. Ja. Außerdem, wenn es mich hier drin wieder verlaubt. Ofe. Was ist auf die Kamera? Das ist keine große Kunst. Ne? Ist, wenn du dich verläufst, nimm zumindest die Fässer immer mit. Ja, hier war's. Ich habe das Schwein jetzt zurückgelassen, aber... Ja, also... Warte. Was müssen wir machen? Wir haben die Leute auf Feuer und Asche. Also der hier... Ja. Muss auf das Feuer zeigen. Zeigt auf das Feuer. Hand in Hand zwei Liebende. Die sind hier. Nein, der zeigt auf den Boden. Nee, der zeigt jetzt... Der zeigt auf den Boden. Jetzt zeigt er aufs Feuer. Oh, jetzt zeigt er aufs Feuer. Habe ich wahrscheinlich aus Versehen F gedrückt. Oh, hey, so. Guck mal, hier ist ein Buch. Die letzte Reise rumschmugglerin. Achso, warte ja, mal. Die Bücher hatten wir doch schon, oder? Oder leide ich schon wieder unter Altersdemenz? Okay, mussten wir die Rumschmuggler nochmal drehen? Ja. Du gräbst dich direkt wieder ein. Wir haben nur zwei Bücher. Ja, die nächsten drei Bücher sind ja. Die nächsten drei Bücher sind ja alle auf Sailor's Bounty. Okay, dann müssen wir erstmal ins Licht gehen, damit ich überhaupt das Buch lesen kann. Halt, wartet auf mich. Niemals! Speedrun! Speedrun, okay, Speedrun. Discovery Ridge. Nein! Ja, Statue! In Rot. Eine grüne! Rot! Grün. Grün! Wo ich bin, ist Rot! Oh, nein, die ist grün! Okay, dann habt ihr eine grüne gefunden und ich bringe das Schiff mal Richtung zur Nordwestseite der Insel, denn da gibt es die rote Statue. Denn ich bin aus genau dem anderen Gang rausgegangen als ihr. Komm her! Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die! Oh. Hey Bruder. Grab dich ein. Paul. Wir haben das Gepulver. Rennt. Hoffen wir, dass das Gepulver Paul kommt. Ich habe ihn ruhig gestellt. Ja, du hättest mich fast geopfert. Das ist Kollateralschaden. Ich auch. Ich hab noch Half-Life. Ey, er hätte euch noch weiter hinterher rennen können. Hoffentlich ist Piggy verhungert. Nein. Ich habe ihn ja gefüttert, bevor wir von Bord gegangen sind. Ja, der wird nicht so schnell weghungern. Ich glaube, in der ganzen Zeit, in der Stunde oder so, die ich vorbereitet habe, ist 2 Stunden, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Du hast es wieder übertrieben, belasse das dabei. Oh, shit. Ich bin von den 17 Uhr ausgegangen. Ist das der 18? Davon bin ich halb ausgegangen, deswegen habe ich um 16:30 angefangen. Ich habe die Zeit schon wieder komplett vergessen, also. Ich habe vergessen, dass wir überhaupt aufnehmen wollten. Ja, hab's auch vergessen, bis wir nach Hause gekommen sind. Liebe Freunde, das nennt sich Altersdemenz. War richtig hart.
Aber ich bin die Jüngste und hab's auch vergessen. Das geht einmal. 19 ist alt, das verstehe. Ja. Ich bin 19. Meine Jugend ist vorbei. Ja, das ist sie. Ich muss nicht umdrehen, wir drehen einfach so rum um die Insel. Deine Jugend ist nicht vorbei. Du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Das hab's erwartet. Nein. Oh, ich hab's erwartet, aber ich hab's gehofft. Der interessante Teil ist, dass du jetzt vorbei, Luft. Du bist aus der Schule raus. Jetzt kommt der harte, langweilige Teil. Vielleicht fallest du es aber ja durch und musst 2 Jahre wiederholen. Kann auch passieren. Wartet auf mich. Ja, ich war schon immer hier. So, einmal um die Insel drumherum. Da ist nämlich noch eine rote auf der anderen Inselseite. Okay, da kann ich dann wieder vorbei ins Feld durchschreiben. Und wir haben übrigens 4 Pulverfässer oben. Die habe ich vorhin für eine andere rote geholt, aber die ist dann despawned. Okay. Heute gibt es mehr Folgenausfälle. Ärgerlich. Ist übrigens, ich habe übrigens noch ein paar Sturmfische und sowas geangelt, während der Sturm natürlich wie immer übers Schiff drüber weggesegelt ist. Die können wir kurz mal kochen. Und sich so positioniert, dass sie die Pulverfässer theoretisch einsetzen können, oder wir erschießen sie jetzt einfach zu dritt. Wir nutzen die Pulverfässer. Alles klar. Jeder eins oder? Für was anderes haben wir sowieso keine Verwendung für die Pulverfässer. Wir brauchen 4 Pulverfässer, Luf. Oh fuck. Also nimm du auch eins mit. Darf ich schießen? Ich schmeiße sie runter. Oh ja, das macht Sinn. Da brauchst du nicht extra raufklettern. Nein, ich habe gesagt, ich schmeiße die runter. Ich gehe wieder runter. Oder machen wir Selbstmord damit? Nein. Aber ich will schießen. So, ein Pulverfass ist noch um. Ja, ich hol das gerade. Au. Und du, wenn du schießen möchtest, dann darfst du schießen. Yes. Opfer ihn, Luf. Tu es nicht. Ich hab noch ein bisschen Nahrungsmittel übrig von meinem vorherigen Versuch, mich in der Stadt. Luf! Hey, Bermo! Das war Bermo! Ich hab erst danach geschossen. Als ich bemerkt habe, dass ich geschossen habe, bist geschossen. Ihr habt jetzt gerade 2 meiner Lebensleisten verschwendet. Ja. Weil ich vorhin Schlangen essen musste, wenn ich mich mit einem Roten geprügelt habe, wo ich einfach 5 Stücke Schlange gefressen habe und es nicht gereicht hat, um dagegen anzukommen. Das hast du sehr gut mitbekommen. Wow. Ich nenne sowas Kollateralschäden. Mhm. Ich wollte schießen, sah das schon an wie sie. Uff. Ja. Hm? Ich hab's nicht getan. Bermo hat getan. Ich wollte gerade schon zum Einsperren stimmen. Ich hab's nicht getan. Bermo hat geschossen. Wisst ihr, so kann man mal sehen. Kaum wird er geopfert, weil er davor andere Leute opfern wollte. Ich wollte dich nicht opfern. Ich hab, da war gar nicht ausreichend Platz. Nein. Nein. Ich hab Haar frei verloren. Ein Meter nebendran und ich wäre tot gewesen. Da war nicht genug Platz. Du wärst so oder so tot gewesen, weil du nicht schnell genug rennen konntest. Mit dem Stein in der Hand bist du nicht schneller als Pulverpaul. Der holt dich ein. Nein, ich bin immer schneller als Pulverpaul. Du bist nicht schneller als Pulverpaul, Bermo. Doch. Wir hätten einfach von der Klippe springen müssen, dann wärst du gewesen, Pulverpaul. Ganz genau. Da war keine Klippe, ihr seid gerade Strecke. Ihr seid die gerade Strecke hochgelaufen über die verkackte Insel. Klippe. Nein, da war keine Klippe. Da war eine Doch. Klippe. So, da kommt der Kraken, der wieder sagt, Ruhe jetzt muss ich wieder vernichtet werden. Das ist ein Witz. Oh, Kraken. Ah, das ist alles Ketzerei. Erstmal Speed One, erstmal Kraken. So was wie Speed One existiert nicht. Okay, da geht die Kugel einfach durch den Tentakel durch. Mutschi! Ja,
Einmal gehen gerade alle meine Kugeln durch den Kraken durch. Bringt festhalten ein Knochen? Nein. Okay. Hör auf zu lutschen. Wer lutscht von euch? Du lutschst. Hör auf damit. Lass das. Die Aufnahme ist doch jetzt schon verflucht. Oh, don't touch it. Oh. Meine Munition ist leer. Erster Tackelplatz. Oh, der gibt der Wildkampf. Der kommt da hinter uns. Slap. Okay. Zweiter kaputt. Nein, hättest du noch ein Stückchen weiter rüber? Das Problem löst sich gerade von alleine. No! Nein! Wann habt ihr den Vertrag geholt? Wann wohl, Luf? Beim Aufsammeln des Schiffes. A long time ago. Ist das der dritte, der platt ist? Ja. Oh no. Lutschi von hinten. Und von der Seite auch. Ich kümmere mich um den hinten. Die hören auf zu lutschen. Hey, wir sind übrigens in der Nähe von Plunder Valley. Sachen gibt's. Vergiss das. Nein, nein, der Kraken hat uns einfach nur. Vor allem der Kraken hat uns doch im Bereich der Insel angegriffen. Ja, natürlich. Das ist eine ganz neue Form von Pöbelei. Hey, hör auf zu lutschen! Don't touch it. Du auch! Was noch einer? Natürlich, die können es nicht. Schwein schreit! Du kannst! Wir müssen gerade schießen. Nächster Tentakel. Zwei hinter uns noch. Wir haben noch welche an der Seite. Ja, einer. Ja, okay, zwei. Du bist mit dem Armschiff dran. Nein. Vergiss das. Hörst du auf zu lutschen? Brich! Endlich! Brich vor unserer Macht. Oh, was? Slap! Lass das! Boy. Der Eimer muss mal kurz raus hier. Das, der steht auch ganz genau, dass man nicht drauf schießen kann. Ja, natürlich. Da taucht er wieder auf. Alles ungeheuerlich. Weißt du, da verdrückt er sich wieder. Hörst du auf damit? Slap! Move, bitch, get out my way. Dahin. Kommen Sie doch mal her. Lacka, hörst du auf damit! Der ist ja heute wieder echt aggressiv, was das angeht. Einfach einmal bitte ausschütteln. Wird gemacht. Okay, nächster Kategorie ist klar. Das war Meilen weiter. Du bist gerade der Letzte, der gerade aktiv ist. Ah ne, da ist noch einer vor uns. Ja. Rund um uns herum leuchtet die ganze Welt. Aber das ist gut, im Dunkeln sieht man es besser. Ja. Der nächste Arm ist tot. Jetzt geht aber, oder? Ich glaube jetzt. Ja, jetzt geht er. Ja, doch. Oh, doch. Okay, ist wieder. Oh, ich wollte
Okay, das ist ein Stück. Weg. Ja, da gehe ich, da schieße mich kurz mal mit der Kanone rüber. Okay. Warten. Hat er nichts Gutes da gelassen? Doch, doch. Aber er hat gerade nochmal gegrummelt. Ah, ja. Komm rein. Ich wollte nur sagen, dass er seinen Schnauz halten sollte. Hier. Dieser Kraken immer. Stück Kraken, da ist auch noch besonders ein Stück Kraken. Ich muss doch gar keinen Kraken mehr töten. Ist aber noch. Oh, wie viele musst du noch töten? Weiß nicht, muss gucken. Okay. Für den legendären Krakenjäger ist bei Shrouded's Bolts. Schätze im Nebel. Ich habe 3 Kraken aufgesammelt. Ah. Ich komme gerade zum zweiten. Hier ist noch eine Kiste mit Knochenstaub. Nice. Dem richtig krassen. Dann nehme ich den mal ganz kurz. Hey, Harpune. Harpune geht's. Und hinterm Schiff ist auch noch was. Naja, ne, das habe ich auch gerade gesehen. Es geht mal hin. Ja, du harpunier doch lieber. Von hinten Schiff. Nein, die anderen Sachen. Die auf unserer Steuerbordseite liegen. Wenn du möchtest, kannst du gehen und dann kann ich ja harpunieren. Nö, ne, passt schon. Geht auch so. Geht auch so. Aber ich bin jetzt. Ich dachte, die wären der Reichweite. Gut, ich habe jetzt auch 3 Stücke Kraken. Sehr schön, nice. Damit haben wir insgesamt 6 Stücke Kraken. Hast du kein Stück Kraken gefunden? Doch, aber ich konnte es nicht aufnehmen, deswegen hat es Luft angenommen. Ja. Ach so. Do you know what I mean? Diese Form der Wilke war das also wieder. Ganz genau. Diesen Spruch sage ich gern. So, und Buddy haben wir auch gefunden. Dann ist die Brick also 6 Tentakel, damit er sich verzieht. Gut, dass wir das Schnauze kraken. Das ist gut, dass wir es das festhalten können. Discovery Ridge, das war im Südwesten. Discovery Ridge. Diesen Spruch sage ich gern. Discovery Ridge. Oh. Nein, nicht die Bananen. Wenn die Schlange fertig ist, dann hau ich mal das erste Krakenstück rein. Ja. Jo. Durch üppige Palmen stolpere ich, durch Ruhm und Gier verlor ich mich. Und natürlich haben wir Gegenwind. Wundert dich das jetzt ernsthaft? Nein. Aber es verärgert mich. So eine Idee. Ja. Wie sollen wir das vordere Segel nicht von verlassen? Okay. Weil niemand das getan hat. Okay. Wir wollten das eigentlich gerade runterlassen, dann hat der Kraken uns angepöbelt und dann mussten wir direkt wieder alles einziehen. Aber vorne kann jetzt direkt schon eingezogen werden. Wieso hast du es dann runtergemacht? Damit wir das schnell wieder einziehen können. Was? Ja, nee, okay, weiß ich mal. Ich frag das. Discovery Red Girl. Wir haben natürlich 3-4 Sekunden gewonnen. Speedrun. Ja, genau. Oh, hallo Fässer. Hallo Fässer. Wenn wir auf der Insel sind, alle Fässer mitnehmen, die wir finden können. Wir brauchen neue Kanonenkugeln. Wie ich unser Glück kenne, werden wir nämlich gleich direkt von Shrouded Ghost angegriffen und haben keine Kugeln mehr übrig oder sowas ähnlich peinliches. Von Shrouded Ghost angegriffen. Ich versuche meinen Fluch mal für was Positives einzusetzen. In Anno funktioniert das ständig. Also, du weißt doch, dass das nie funktioniert, wenn wir am Aufnehmen sind. In Anno hat es bereits 2-mal funktioniert, dass der Fluch so funktioniert hat, wie ich wollte. Du redest hier vom Sea of Thieves Fluch. Auch wahr? Nein, kein Offen, bitte. Diesen Spruch sage ich gern. Hakuna Matata. Ich gehe schon mal das erste Zeichen suchen. Oi. Du sollst das Schiff verlassen, vergiss Piggy nicht. Ja, und wieso? Hey. Honest, hey. Die Kraken vergessen. Ich passe so lange auf die Kraken auf, ich komme gleich nach. Okay. Eisen, wir haben 100 Kanonenkugeln, damit rocken wir die Karte. Den Server. Hey! Ja. Okay, Bruder, wo bist du?
Erstmal Jubel. Ja! Ich bin gegangen, Luf. Ja, wohin bist du gegangen? Nach oben. Nach oben, dem Pfad gefolgt, zwischen den zwei Laternen. Weit, weit. Hey, Luf, du hast Freunde. Ich saß weiß, ich versuche sie zu umgehen. Zwei Laternen, ich weiß nicht, wovon du redest, aber von mir aus. Ah, hier haben wir was Straßenförmiges. Fertig. Was? Was müssen wir suchen? Wir müssen das übliche Zeichen. Ah, ich glaube, ich habe das Zeichen gefunden. Wo bist du? Oben. Nö. Nur bei da. Die Frage ist, ist es auch wirklich das Zeichen? Wo seid ihr? Oben. Oben ist eine gute Aussage. Ja, wir sind südlich vom Schiff. Also du musst Richtung Süden gehen. Ist es das Zeichen? Das ist die Frage. Es könnte auch ein anderes Zeichen sein, aber hier sehe ich halt. Seid ihr irgendwo am Rand? Nee, in der Mitte. Mittig Denzel. Bei einem großen Felsen. Ah, ich sehe euch. Das ist kein Felsen, auf dem ich stehen sollte. Ich sollte auf ein Stück Gras stehen, damit das funktioniert. Also die Stelle ist falsch. Sekunde. Ja. Man muss auf einem Grasplateau stehen. Oh, ich habe einen Ananas gefunden. Auf einem Grasplateau. Auf einer Klippe steht. Genau, Grasplateau oberhalb, auf einer Klippe oberhalb von Straßen. Und ja, einer von Straßen, die eine 8 ergeben. Oder genau. Irgendwie sowas. Aber erstmal sind Straßen schon mal ein gutes Indiz. Aber es okay, ist trotzdem. Jetzt seid ihr wieder weg. Ja, wir müssen eine Klippe finden. Aua. Oberhalb von Straßen. Also die müssen auf der Mitte. Gut, das sieht sehr achtig aus. Und hier ist. Jemand, wo seid ihr? Rum? Ich weiß es nicht, ich hab neben auch verloren. Ich bin weg. Ich bin unsichtbar. Bist du weiter nach oben gegangen? Nein. Ich bin da, wo du vorhin am Rumstehen warst. Irgendwo in der Nähe. Hä? Wir müssen hier. Ach da! Hier. Ja. Das heißt. Hier runter. Ah, da unten ist der kleine Strich herum. Durch üppige Pommes. Durch Rum und Gier verlor ich mich. Rum. Hier liegen Rumflaschen rum. Da. Ja, hier liegen Rumflaschen rum. Rum und Gier. Also Rum und höchstwahrscheinlich die Fässer hier. Oder die Fässer hier. Einzelbeine Fässer. Möglich. Aber man muss natürlich das Symbol auch finden, von wo man das sehen kann. Die einzige Möglichkeit, das zu sehen, liegt wahrscheinlich hier oben irgendwo. Oder? Stell dich mal dahin und guck hier drauf. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ah. Und das ist wenig hilfreich. Aber hier muss irgendwo ein Zeichen sein. Hier, nein, das sind Blumen. Vielleicht ist das Zeichen hier doch das Richtige, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Hakuna Matata. Gilt als modern. Wenn das dem so wäre, wovon ich nicht ausgehe, dann wäre das hier so. Aber es ist ja falsch, wie zu erwarten war. Warte. Durch üppige Palmen stolperest, durch Rum und geh verlorst mich, bla bla. Was guckst du hier schon wieder so? Grab dich ein. Da unten ist ein Zeichen, aber das ist unten und nicht auf Gras. Wo ist denn dieser Weg, der aussieht wie so eine schwule 8? Ja, ich suche es auch. Unterhalb irgendeiner Klippe offensichtlich. Also sollten wir eigentlich den Klippenrändern einfach folgen, dann finden wir den schon. Das heißt, du hättest wohl gerne, du Mistvieh. Das ist eine Weggabelung. Ja, Piggy. Wo hab ich Piggy hingestellt? Da hab ich Piggy hingestellt. Hier, friss die Banane. Du hast Piggy vergessen. Nein, hab ich nicht. Das ist Strand. Hier sehe ich aber nichts Achtförmiges. Aber diese Klippe könnte es trotzdem sein, einfach weil es eine Klippe in. Einfach eine grüne Klippe ist. Ja, ist das schon. Oh nein! Ah! Auch gut.
Das könnte vielleicht ein guter Hinweis sein. Hier. Eisen? Ja. Ich habe hier ein Zeichen. Dann wird es das sein. Ich habe auf der anderen Seite auch ein Zeichen. So, wie muss ich jetzt gucken? Wo seid ihr? Durch Rum und Gier. Warte, wo seid ihr? Oben. Geh einfach immer weiter nach oben, du findest dann schon. Also ganz oben seid ihr? Ja, sozusagen. Wir sind da, wo das Logbuch letztes Mal gewesen ist. Ja, was ist, wo das letzte Mal war? Das heißt, du musst von irgendwo rumflaschen. Also in irgendeine Richtung musst du gucken, wo rumflaschen und eine Truhe irgendwo rumliegen. Mann, wo soll ich denn hin? So, warte mal, da drüben ist auch noch ein Zeichen. Ja, das könnte sein. Sind wir jetzt im Affengesäß vorbeigekommen? Ich hab keine Ahnung, du musst einfach ganz nach oben. Und zwar wortwörtlich, es ist ganz oben, wo wir gerade sind. Und dieses Zeichen könnte es sein. Ah, da, jetzt. Ist das eine verkrüppelte 8? Das sieht aus wie eine verkrüppelte 8, ja. Ja. Und da liegt doch der Stein drauf, das ist so. Gut, wenn der Strich sagt, wir sollten in diese Richtung schauen vielleicht. Oder wenn die 8 hier in diese Richtung geht. Also wonach müssen wir denn genau suchen? Nach Rum und Gier. Rum und Gier. Genau. Hey, Piggy. Und man muss wahrscheinlich. Hallo, Esmes, vielleicht hier das Skelett hier? Ja, vielleicht, aber ich weiß nicht, was ich jetzt ins zweite Auge nehmen sollte. Naja, wenn du einmal das Skelett ins Auge nimmst, würde das zweite Auge irgendwo hin zeigen. Und das zeigt nirgendwo hin, genau. Okay. Durch üppige Palmen wurde auch gesagt, vielleicht muss man irgendwie durch den verkackten Wald durchschauen, aber das hatte ich jetzt nicht das Wahrscheinlichste. Ah, oh, na komm. Wo? Da. Piggy, ich hab's wieder verloren, da hab's. Wo ist das da? Autsch. Erstmal. Aha, ein Skelettschiff. Das müsste doch hier so ähnlich sein. Ich glaube, wir sind hier falsch. Kann sein. Pass mal auf, ich geh mal runter aufs Schiff und geh mal gucken, wo diese verkrüppelte 8 ist. Auf der Insel. Aber das hier ist definitiv die 8. Diese Straße. Zu 100%ig, würde ich sagen. Aus diesem Grund gucke ich nochmal auf der Karte. Da liegt nämlich auch gerade der beschissene Stein drauf. So. Okay, andere Frage. Wo? Ah, da. Nein, Schlange. Ich habe heute ausnahmsweise mal was Besseres zu tun. Wenn wir dann davon ausgehen können, dann zeigt der eine Strich entweder da lang oder andere Strich zeigt in die Richtung. Aber ich glaube, den Strich kann ich mir nicht verlassen. Also ist das, dass es die verkrüppelte 8 ist? Ich bin mir vollkommen sicher, dass es die verkrüppelte 8 ist, wo wir gerade sind. Okay. Und jetzt ist es die wahrscheinlich doch nicht. Was soll das? Ich meine, wir kennen unser Glück. Das kennen wir wohl. Nur renn einfach wirklich durch die Gegend und schau noch irgendwo, ob du irgendwelche Rumflaschen auf dem Boden rumliegen findest. Ja, ist. Ja, okay, warte. Piggy? Warte, die verkuppelte 8 ist wo? Hier. Dieses komische Straßenhäuschen, vor dem du gerade stehst. Okay. Wenn du zum Beispiel drauf guckst, dieser Felsen ist. Ich habe keine Ahnung. Ob die. Bin mir nicht sicher, ob der Strich. Der Strich würde sagen Richtung oben und da bin ich mir nicht so sicher. Doch, das ist die einzige Stelle, wo man eine 8 draus erkennen könnte. Warte. Ich gehe halt nicht davon aus, dass wir irgendwo nach oben gucken müssen, weil wir von oben nach oben hin nichts sehen werden. Nach unten hin sind nur Palmen. Was richtig klingt, aber schwierig zu durchschauen ist.